Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Ihr seht's, wir sind bei der Computex und zwar am letzten Tag schon angekommen. Heute darf ich auch mal vor die Kamera, weil ich habe einen ganz besonderen Auftrag. Wir suchen heute nach Gaming-Schrott, weil wenn es irgendwo Gaming-Schrott gibt, dann bestimmt hier. Also ich bin gespannt, was wir finden werden. Vielleicht finden wir sogar Peter, der hier seine Mini-PCs verkauft. Dieses Video wird unterstützt durch Dubaro. Dubaro ist einer der größten deutschen Shops für Gaming-PCs und steht vor allem für eins: gut konfigurierte Systeme zu fairen Preisen. Wir bieten hier seit Jahren auch unsere eigenen Hardware-Deals-Editionen in allen Preisklassen an, also genau die PCs, die ihr hier auf dem Channel seht. Und bei Dubaro gibt's auch immer wieder spannende Aktionen und Deals, bei denen man PCs sogar günstiger als selbst zusammengebaut bekommt. Jeder PC geht durch eine ausführliche Endcontroller mit Stabilitätstests und wird auf Herz und Nieren getestet. Und falls doch mal was sein sollte, gibt's natürlich Garantie auf die Funktion des Systems, damit ihr nicht selbst den Fehler suchen müsst. Den Link zu Dubaro und auch unseren Hardware Deals Editionen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei, vielleicht ist aktuell ja auch das ein oder andere Schnäppchen dabei. Ich habe hier tatsächlich Mini-PCs gefunden und den haben wir sogar schon mal gezeigt für euch im Video. Den haben wir bestellt, das war der in der Mac-Optik, sage ich jetzt mal, mit dem Kühler hier unten. Hier gibt es noch einige mehr, also für Mini-PC-Fans ist hier einiges geboten. Und hier gibt es das Ganze nochmal eine Nummer größer. Wenn euch Mini zu Mini ist, gibt es hier noch den ein bisschen größer, sage ich mal. Und hier ist sogar eine 4060 drin verbaut. Wenn ihr wollt, dass wir das Teil auch mal testen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Peter haben wir noch nicht gefunden. Vielleicht beim nächsten Stand. Das hier ist übrigens Peter. Ich werde natürlich nicht aufgeben. Ich werde weiterhin versuchen, Peter zu erreichen. Von Zeit zu Zeit werde ich mal anrufen. Und vielleicht sind wir auch mal irgendwann zu Besuch in China. Und dann schauen wir einfach mal bei Peter vorbei. So, hier gibt es jetzt auch ganz verrückte All-in-One-Wasserkühlung. Vielleicht wären die ja mal was für den nächsten Gaming-Schrott AliExpress oder Wish-PC, den wir bauen, falls wir die da irgendwo zu bestellen finden. Auf jeden Fall, hier ist einiges geboten. Was verrückte Lüfter und Kühler angeht, ihr seht es hier, gelb, sieht irgendwie aus wie Lego. Und auch hier auf den Pumpen, diese Aufsätze, ziemlich crazy, wie ich finde. Hier gibt es natürlich auch Netzteile aller Art, aber was ich hier am interessantesten finde, ist die Designsprache. Das muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Einfach nur schön. Wir sind jetzt hier am Stand und hier gibt es den Ace Magic PC. Hier gibt es einige verrückte Mini-PCs, aber ihr wisst ja, wir haben ja schon mal so ein Teil reviewed und da war ein Virus drauf. Ich sag's jetzt lieber mal leiser, weil die Leute stehen alle hier und hören mir zu. Das war ein PC mit vorinstalliertem Trojaner. Jetzt haben wir ihn hier gefunden. Die stellen hier auch aus. Ich kann es leider nicht überprüfen, ob das hier auch der Fall ist. Guck mal, hier unten. Bedrohungen gefunden. Windows Defender hat Bedrohungen gefunden. Bladabindi. Bladabindi ist tatsächlich ein Virus. Aber es gibt ja nicht nur den hier. Das ist auch nicht genau das Modell, was wir bestellt hatten. Sondern es gibt hier auch noch einige neue Modelle. Hier ganz abgespacede Dinger irgendwie. Das sieht aus wie ein Raumschiff. Und hier nebendran, der sieht auch ziemlich verrückt aus. Also, es wird nicht langweilig im Mini-PC-Markt. Ihr seht's, es gibt immer neue Sachen. Und da freuen wir uns natürlich, weil da können wir immer mal wieder neue Mini-PCs für euch testen. Auch dieses Jahr haben wir hier wieder den E-Win-Stand. Und jetzt nicht verwechseln mit dem In-Win-Stand. Manu war ja letztes Jahr auch schon hier und hat sich den Stand mal genauer angeschaut und hat dabei ein ganz skurriles Netzteil gefunden. Wir haben hier das sogenannte E-Win-Netzteil gefunden, ja, In-Win. Das kennt man vielleicht schon. Wir nehmen zwar einfach genau das gleiche Logo oder sogar der I-Punkt und nennen das einfach E-Win und machen dann unser 80 Plus Goldnetzteil, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das wirklich 80 Plus ist. Und auch dieses Jahr sind sie hier vertreten mit diesen Netzteilen. Diesmal haben sie ihr eigenes Logo drauf gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich hier das Label darauf anschaut, das sieht irgendwie alles ein bisschen unscharf und irgendwie nicht so seriös aus. Auch hier das 80 Plus, weiß ich ja nicht, ob das das richtige 80 Plus Logo ist. Ich würde behaupten, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und auch hier ein alter Bekannter, der Laptop-Kühler. Da haben wir auch schon ausführliche Videos dazu gemacht. Alter, das ist extrem laut. 31 Watt, das ist schon richtig viel für einen Lüfter, richtig viel für einen Lüfter. Die Lautstärke ist aber auch extrem. Die sind auf jeden Fall auch hier vertreten mit verschiedenen Produkten.
Vielleicht sind die ja noch besser von der Kühlleistung her. Hier haben wir auf jeden Fall auch das mit dieser Abdichtung außenrum. Aber dafür haben wir hier zwei Lüfter drin. Vielleicht wäre das nächste Produkt, was wir mal testen sollten. Wir müssen jetzt ein bisschen undercover filmen, weil wir waren gerade an dem Stand. Und da ist mir eine interessante Grafikkarte aufgefallen. Die bewerben dann nämlich eine 4090. Und wir haben uns gedacht, irgendwie sieht es komisch aus. Ob die bei Nvidia zertifiziert sind, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem guten Mann gesprochen und wollte dann da ein Video aufnehmen, um das mal zu zeigen. Und dann hat er gesagt, please don't film, it's illegal. Auf jeden Fall werden auch diverse RX 580 und so verkauft. Und ich weiß nicht, ob das da mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube eher nicht, weil sonst hätte er nicht gesagt, please don't film, it's illegal. Wie ihr seht, ich bin wieder zurück in Deutschland, hier in der gewohnten Umgebung, so wie es sein soll. Und bin aktuell dabei, die Videos aus Taiwan für euch zu schneiden. Und an der Stelle wollte ich euch noch mal ein bisschen was erzählen zu dieser dubiosen RTX 4090, die wir an dem Stand gefunden haben. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir an dem Stand nicht filmen sollen, weil die Karte quasi illegal ist. Und ich habe auch gefragt, ob sie die dabei haben. Dann haben sie gesagt, nee, sie haben sie nicht dabei. Aber wir sind später dann nochmal an dem Stand vorbeigekommen und da waren die gerade so ein bisschen am Einpacken und dann habe ich geschaut und dann lag da tatsächlich das Teil auf dem Tisch. Die Chance habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und bin dann direkt nochmal hin und habe gefragt, hey, kann ich ein Foto davon machen? Er hat gesagt, okay, ja, hat dann angefangen irgendwie das Logo darunter zu poolen. Hier könnt ihr jetzt auf jeden Fall die Karte sehen, ohne Logo auf dem Lüfter. Das hat er professionell entfernt, wie man sieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe noch nie eine 4090 gesehen mit so einem Blower-Design, wie die es da auf dem Tisch liegen hatten. Wir kennen ja die typische Founders Edition oder eben so Custom-Modelle von Asus wie die hier oder Inno 3D, MSI und so weiter. Und das sind alles offizielle Boardpartner von Nvidia. Das heißt also, die bekommen den Chip von Nvidia, verlöten den auf ihrem Board und bauen dann hier den Kühlkörper außenrum. Und bei dieser dubiosen 4090, die wir jetzt da gefunden haben, gehen wir davon aus, dass die den Chip genommen haben von einer 4090, die wahrscheinlich defekt war. Also die haben den Chip runtergelötet und dann wurde der wiederverwendet auf einer eigenen Platine von denen. Was natürlich auch sein kann, dass gar kein vollwertiger Desktop-Chip zum Einsatz kommt, sondern nur ein Mobile-Chip und der einfach auf so einer normalen Platine verbaut wurde, so dass es aussieht wie eine vollwertige Grafikkarte. Oder noch eine andere Möglichkeit, die haben irgendwie die Chips von irgendwelchen Vorserienmodellen in die Finger bekommen. Das sieht man auch ab und zu mal, dass bei AliExpress oder so irgendwelche Engineering-Samples verkauft werden, die eigentlich gar nicht für den Markt verfügbar sein sollten. Was jetzt genau bei der Karte der Fall ist, können wir leider nicht sagen. Wir konnten die Karte leider nicht testen. Wir durften sie auch nicht mitnehmen, die mussten wir wieder zurückgeben. Aber wir werden das Ganze mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht gibt es sie ja demnächst mal bei AliExpress oder wo auch immer zu kaufen. Und dann werden wir auf jeden Fall zuschlagen und uns das Teil nochmal ganz genau anschauen. Also Peter haben wir jetzt leider nicht gefunden. Vielleicht beim nächsten Mal. Wie ihr seht, die bauen hier langsam schon ab. Hier sind teilweise die Stände einfach schon leer. Darum würde ich sagen, war es das mit dem Video für heute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Produkt ihr am interessantesten fandet. Ich muss sagen, ich fand es echt spannend, mal hier vor Ort zu sein, um zu schauen, was hier so abgeht, was es hier für Produkte gibt. Gibt viele coole Produkte, viele verrückte Produkte. Viele komische Produkte und ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.